Keine Sorge, das geht nicht den ganzen Text lang. Das endet irgendwann. Ich sag euch dann, wann. Hey, Wetter, es wäre doch netter. Du würdest dich nicht so gebärden und den Winter nicht gefährden. Na okay, ich gestehe, ich stehe nun mal auf Schnee. Denn, um weiter zu gestehen, wir haben im Keller einen Schlitten stehen, den würde ich gerne mal in Action sehen. Nur kann ich weit und breit kein Schnee erspähen. So kann das nicht weitergehen, so geht das nicht. Hey, du Wicht von Wolke, schütte deine weiße Wolke auf die Erde nieder, dann verzieh dich wieder. Behindere nicht das Licht der Sonne, damit dies auf weiße Schneekristalle falle, von wo es dann so glitzernd reflektiert wird. Dankeschön. Ja, auch wir hier sollten mal einen Moment lang reflektieren. Was wir Menschen, Pflanzen, Tieren, unserer Welt, in der wir leben, eben antun. Mit Klimawandel, CO2-Zertifikate, Hang rücksichtslosem Lebenswandel, bei dem wir gern schon unseren Müll mal so richtig zu recyceln, an den äußerst heiklen Glauben und aus fadenscheinigem Grund auf den ewig neuen Fund von Rohstoffen hoffen. Ich erleide einen Abfall vom Glauben, dass all unser Abfall vom Glauben alleine verschwindet und sich nicht im Meer wiederfindet. Mann, Mann, Mann. An der Stelle geht mir immer der Gaul durch. Das ist chillig. Wir fangen nochmal an. Hey, Wetter, es wäre doch netter. Du brächtest uns ein bisschen Schnee. Wie? Nee. Hey, mein Sohn möchte mit mir als seinem Ahn doch bloß eine Runde Schlitten fahren. Oder Schneefrauen bauen. Oder Mann, Mann, Klima, willst du uns das echt versauen? Das wirst du dich nicht trauen. Danke. Ich ruf die Russen. Oder die Amerikaner. Oder doch gleich die Chinesen an. Denn die sind Niederschlagsexperten. Und vom Wetter verstehen die auch was. Wolke. Da kannst du schauen, wie die Polkappen abtauen. So bedrängt und schwer gekränkt lässt die Wolke dann tatsächlich ihren Inhalt fallen. Halt nicht nur etwas, sondern allen. Und wenn Wolken in zu krassen Massen Wasser lassen, können unsere Flüsse die Ergüsse nicht mehr fassen. Böden, ganze Berge, die die nassen Massen hassen, lassen los und sind nach einem Erdrutsch futsch. Na prima, Klima, haben du und dein kleiner Vetter das Wetter mal wieder nicht gewusst, wann Schluss sein muss, ne? Die sollen sich mal ein Beispiel nehmen an uns Menschen. Wir wissen, wann es reicht. Vielleicht. Vielleicht kennt ihr ja die Idee, Mensch, sei bitte sehr doch mal mehr wie ein Tier. Na, am positiven Beispiel sozialen Verhaltens ist das Tierreich ja reich. Nur kurz, um den Gedanken zu Ende zu spinnen. Männer, wir machen das nicht wie die Spinnen, ne? Klar. Ne? Keine Zoologen, ist okay. Hätte ich die Wahl, wäre ich gerne ein Wal. Denn von friedlichen Riesen wie diesen, da gäbe es eine Menge zu lernen. Wahrscheinlich sind ich und du bloß wie eine Kuh. Wir stehen auf Gras. Und auf das, was wir essen, scheißen wir viel zu oft. Wir kauen immer wieder, immer gleiche Dinge wieder und wir stehen vor der Lösung wie der Ochs vom Berg. Zurück zum Wetter. Der Spruch, die Dosis macht das Gift, trifft auch aufs Wetter zu. Und nun? Nun steht da mein Sohn mit dem Schlitten im Arm, der mich fragt, warum ist es zu warm? Ich sag, frag dich und mich und die Leute, was ändern wir heute? Verändern der Welt, ich beginne mal bei mir und erkläre jetzt und hier. Ich konsumiere kaum Massentiere, nie mehr Aluminium, Dosenbier. Ich gehe mit meinem Sohn hinaus und zeige ihm die Müllverwertung Bauernhaus. Ich zeige ihm die Schweinehaxe, dass die nicht bei Rewe wachse und der Müll dort nicht verbleibt. Mir verbleibt der Plan,
Ich reduziere den Plastikmüll im Haus. Und Wegwerfbecher aus dem Haus. Ich gehe mit Mehrwegbecher aus dem Haus. Brotaufstrichen, Saus und Braus rühre ich mir jetzt selber aus den ganzen Pflanzen, die im Garten warten. Ich begann einfach zu starten, ohne eine mentale Mauer. Kaufe Eier frisch vom Bauer. Und ich feier auf die Dauer, was besagt der schlaue Bauer mit den Eiern, die gekracht oder nicht normgerecht sind, macht. Der im Lebensmittelwegwerfstrudel Streik macht daraus jetzt Nudelteig. Wir schweifen ab. Ich reduziere den Plastikmüll im Haus. Meinen Drucker schalte ich täglich aus. Ich halte mich aus viel zu krassen Spielzeugmassen raus. Und ich prüfe, statt ich kauf's, ich baus. Und ich werfe jetzt die allerletzte Glühbirne hinaus und stelle um auf LED. Und das alles für ein kleines bisschen Schnee. Hey Wetter, das wäre doch netter. Dankeschön. Ja, das kommt nicht von ungefähr. Wir haben unseren Jungs mal einen Schlitten zu Weihnachten geschenkt. Der stand dann ungenutzt rum in der Wetterau. Warum? Es gab einfach keinen Schnee. Ja, kurz darauf aber dann den folgenden Text als so eine Art Schneebeschwörung. Der hat auch dann funktioniert.